Aber gut. Mit Silber kann ich mich zufrieden geben. Lieferung für den Bauernhof. Als LKW-Fahrer musst du sämtliche Arten von Ware transportieren. Jede Fracht ist wertvoll. Gib also Acht auf diese teuren Traktoren, wenn du sie zum Bauernhof deines Freundes lieferst. Junge, dort rückwärts hinein. Ja, stellt euch schon mal auf Silber, auf Bronze ein. Das wird gar nichts. Wieder über den Beifahrerspiegel. 90 Grad Kurve. Yes. Das wird nichts. Hier muss ich wahrscheinlich wieder die Außenperspektive benutzen. Ich sehe jetzt schon nichts im Spiel. Dann halt so. So. Ja. Zum Glück kann man beim ETS 2 und ATS in den Spiegel hineinzoomen. Beziehungsweise die Auflösung ist besser. Und man kann die Spiegel auch verstellen. Wenn man den Sitz verstellt, dass es man dann auch wirklich etwas sieht. Jetzt war ich wirklich ganz knapp hinein. Ich sehe leider nicht, wie nahe, dass ich am Zaun dran bin. Ja, muss ich noch ein bisschen Spitze nehmen. Und jetzt wieder ein bisschen vorziehen. Sollte eigentlich klappen. Hühner im Hintergrund. Gut. Bronze ist es und bleibt es. Nächste Aufgabe. Zwei Tanks ziehen um. Es wäre nett, wenn du die beiden Auflieger an der Laderampe in Position bringen könntest, damit sie für die große Lieferung morgen vorbereitet werden können. Schön, dass man Tankauflieger an die Laderampe bringen muss. Ergibt so absolut gar keinen Sinn, aber gut. Lassen wir das einfach so. Nice. In der Luft stehen. Ist ja nicht mein Problem, wie sie dann die Tankauflieger befüllen. Das wird nichts. Da bin ich zu wenig weit hineingefahren. Würde normalerweise so nicht funktionieren, da ich zu schräg bin wahrscheinlich. Aber gut. Und jetzt nehme ich natürlich schlauerweise zuerst diesen. Sorry. Das war ein Wecker als Erinnerung, dass ich mich dann bald mal auf den Weg machen müsste. Von daher wird es wahrscheinlich nur noch diese Aufgabe sein oder die nächste. Dann erstmal wieder eine Aufnahmepause. So. Erster Auflieger weg. Zweiter Auflieger dran. Das sieht doch gut aus. Haben wir denn auch Silber, wird es sein? Ist okay. Gerade ziehen, Rückwärtsgang, leicht korrigieren und dann sollte das auch schon passen.
gut. Schubkraft. Kurz mal zur Aufgabe. Gut. Ich nehme dann wieder den Scania, der ist mir am sympathischsten. Und mal einen grünen LKW. Ich würde sagen, wir machen noch Mike ist spät dran und dann war es das für diese Aufnahmesession. Mike ist spät dran, dein Partner Mike kommt wieder einmal zu spät. Immer diese Mike. Setze eure beiden Auflieger an ihre Positionen, damit sie beladen werden können. Der linke sieht einfach aus, der rechte eher nicht. Der linke sieht wirklich einfach aus, den sollte man eigentlich können. Also da sollte kein großes Problem sein. Ich das so sehe. Da sollte man einfach so einen U-Turn machen können. Und dann steht man eigentlich schon fast drin. Ja, wenn man nicht zu nah an die Laderampe kommen würde. Aber da haben wir es halt wieder beim Lenken. Schwimmt der LKW so vor sich hin. Auch der Spiegel oben rechts bringt mir irgendwie absolut gar nichts. Der ist scheiße eingestellt. Doof. Das hätten sie echt irgendwie noch ändern müssen. Dass die Spiegel besser eingestellt sind oder man die Spiegel selber einstellen hätte können. Aber daran hat man wahrscheinlich in 2010, 11 oder wann auch immer das Spiel rauskam, noch nicht dran gedacht. Kam ja auch beim A-Test und E-Test 2 erst ziemlich spät mit dazu. Daher alles gut. Ist immer etwas doof, wenn man zu weit links oder rechts steht. Muss man echt weit nach vorne ziehen, um das Ganze etwas auszubessern. Ja, auch jetzt wieder viel, eigentlich viel zu weit links. Aber das Spiel ist ja gnädig. Daher lassen wir den so stehen. Auch hier wird es wieder Silber sein. Ich das so sehe. Möglicherweise können wir hier gleich drehen. Muss ich mal schauen, ob das funktioniert. Sollte eigentlich möglich sein. Irgendwie hoffentlich. Shit. Da hat der LKW wieder zu spät gebremst. Mal schauen, ob ich es vielleicht diesmal besser hinkriege beim ersten Mal hier. Rückwärts. Und volle Pulle nach vorne. Dann hier wieder umdrehen. Auf der Stelle, so gut es geht. Wieder rückwärts, wieder vorwärts. Diesmal zumindest hier in einem Durchlauf. Schon mal besser als vorher. Und jetzt, auf der rechten Seite haben wir ein bisschen Platz. Hoffentlich nicht die Hitbox treffen. Am anderen LKW. Ja, da fahre ich echt irgendwie schlecht rein.
Habe ich da Platz? Da habe ich Platz auf dieser Seite. Ja, dann halt irgendwie so. Sie sind ja gnädig mit uns. Richtig schräg abgestellt. Aber muss mich ja nicht interessieren. Ich arbeite hier nicht. Und es ist nur der Trailer von Mike, von daher alles gut. Da habe ich keine Verantwortung für. Und jetzt eben hier drehen. Ist man nicht denn immer hier treffen? Knappes Ding, knappes Ding. Ich glaube, da habe ich die Hitbox schon getroffen gehabt. Und dann hier in die Lücke rein. Auto nicht getroffen, gut. Perfekt. Und rückwärts in diese Parklücke. Rechts habe ich genügend Platz. Immer schwierig zu sagen, wo die Hitbox ist. Weil das ist dann echt nervig, wenn ich die Hitbox treffe, aber den LKW gar nicht. Silber wird es auch hier wieder sein. Mit dem gebe ich mich auch zufrieden. Und zumindest diesen Auflieger hier etwas gerade an die Rampe dran. Gut. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Bronzemedaillen. Bei, keine Ahnung, 30 Aufgaben, 50 Aufgaben. Ja, kann man machen. Nicht allzu schlecht. Und daher würde ich sagen, war es das für diese Aufnahmesession. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Könnte wahrscheinlich die letzte Aufnahmesession sein, wenn ich das so sehe. Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und bis dann. Tschüss.